that's much less. Thank you.
Deine Hand. ZR1 sein, genau. Da ist was dahinter, hinter dem Ding. Das ist der ZR1, genau. Ganz besonders, ich kenne ihn hier so nicht. Drei Personen für Herbie. So, der Ur-VW-Bus, der im Übrigen... Spricht Herbie mit uns. Also Herbie ist mit einigen Initiativen ausgestattet, mit ganz besonderen Gimmicks. Und er kommt vom VW Classic aus Wolfsburg. Ja, er freut sich einfach, das sind Freudentränen, die er hier versprüht, der Herbie.
Und Sie kennen ja alle diesen großartigen Film der Walt Disney Studios, Herbie große Fahrt hier, also aus dem Volkswagen Museum. Volkswagen Klassik stellt dieses Fahrzeug hier für das Rollende Museum in München wieder zur Verfügung. Auto, aber Sie sehen, wie eng der Platz für den Originalzustand, nur ein bisschen Klarlack drüber. Ich kenne ja den Gogoliva-Wagen, also nicht in Paris, sondern diese Flösschen hinten, die natürlich in Rufweite drunter, wie es sich gehört. So, dann sind wir bei Triumph of England. DeLorean Motors Corporation, damals ein ganz verrücktes Projekt. Als Mittelmotor diente hier der Sechszylindermotor, der sogenannte Euromotor, hat mit Euro 6 nichts zu tun. Es ist die Entwicklung, die damals auch für Renault mit Volvo auch entwickelt wurde. Und wir bitten hier einfach nochmal um Spenden und kleine Beigaben für die Classic for Charity. Mit der Nummer für mich. Aber einer der Highlights dieses Royal Ultra Museums ist.